Nikolaus Blume vom Spiegel von RTL war auch bei Lanz und er hat gesagt, ja, er wollte doch auch nur das Beste und mit den harten Worten, die er hatte, ja, meine Güte, war halt so, nicht wahr? Und ansonsten kann man nichts mehr machen. Und die Leute, die halt nicht wollten, dass er das Beste nimmt von ihnen, die, ja, Pech gehabt. Katrin Göring-Eckardt war bei Lanz und sie hat wieder bewiesen, warum sie also eine Führungsperson ohnesgleichen ist. Und sie hat dann gesagt, ja, zu Corona-Zeiten hat sie das Gefühl gehabt, eine Expertin zu sein wie noch nie zuvor. Und logischerweise macht man ja dann auch Fehler. Ja, das ist völlig klar und das kann man absolut nachvollziehen, liebe Katrin. Marietta Slomka hat eine interessante These zur Kriminalität von Ausländern, zum hohen Anteil von Ausländern an der Kriminalität. Sie sagt nämlich, ja, Gewalttaten von Deutschen würden nicht so oft angezeigt. Ja, das kann sie nicht belegen natürlich, aber es ist so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl bei ihr. Und dann wird schon so sein, nicht wahr? Leben Sie in touristischen Gebieten, in Gebieten, wo viele Besucher sind, dann, meine Damen und Herren, dann, meine Damen und Herren, sind Sie besonders gefährdet, denn, so die Öffentlich-Rechtlichen, die Gewalt und die Jugendkriminalität, die ansteigt und so weiter unter Ausländern, ja, das sei eventuell, man weiß es ja nicht so genau, aber wahrscheinlich sei das darauf zurückzuführen, Tourismus, nicht wahr? Ja, das sagt uns der Öffentlich-Rechtliche, muss stimmen.